Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Fürst Hermann von Pückler-Muskau ist heute hier das Thema. Geboren 1785 und auch der tolle Pückler genannt zu Lebzeiten. Er war unter anderem Gartengestalter, er war Reiseschriftsteller und er war einer, von dem man wusste, dass er genießen kann und gerne isst. Das Eisrezept, das heute seinen Namen trägt, das hat der königlich preußische Hofkoch 1839 niedergeschrieben. Warum das Pückler heißt, das ist nicht überliefert. Aber das macht gar nichts, weil sich über diesen Lebemann so viele andere Anekdoten erzählen lassen, dass wir das heute auch tun wollen, anlässlich seines 150. Todestages. Sven Hecker hat da einige zusammengetragen, Conny Wolter trägt sie uns vor und natürlich geht es los mit der Gartenleidenschaft dieses Mannes, der den Schlosspark in Muskau in der Oberlausitz schuf, der heute Weltkulturerbe ist, und den Park um Schloss Branitz bei Cottbus, wo er auch starb. Unter anderem immer nach dem Motto, ein Park muss wie eine Gemäldegalerie sein. Alle paar Schritte sollte man ein neues Bild sehen. Wer mich ganz kennenlernen will, muss meinen Garten kennen. Denn mein Garten ist mein Herz. Hermann Fürst von Pückler-Muskau, ein Garten- und Lebenskünstler. Bis heute staunt die Welt über die von ihm gestalteten Parks in Muskau, Branitz und Babelsberg. Aber Pückler macht sich zu Lebzeiten auch anderweitig einen Namen, koste es, was es wolle. Er gilt als Weltreisender, preußischer Hallodri, als Exzentriker, dem Aufmerksamkeit wichtig ist, über den zahlreiche Anekdoten kreisen. Pückler in einer Taucherglocke in der Themse, Pückler im Heißluftballon über Berlin, Pückler wieder mal im Duell, Pückler in einer von weißen Hirschen gezogenen Kutsche am Café Kranzler. Der 1785 in Muskau in der Oberlausitz geborene Grafensohn war mit 9 Jahren zu den Herrenhutern ins obersorbische Uist nahe Görlitz geschickt worden, später aufs Pädagogium nach Halle und das Philanthropinum in Dessau. 1812, mit Ende 20, auf einer Reise durch England, entdeckt Pückler seine Berufung. Ihn faszinieren die großen Parkanlagen dort, ganz anders angelegt als die streng gestalteten französischen Gärten des Barock. Die Parks auf der Insel strotzen vor idyllischer, romantischer Natur. Der Pückler und Parkexperte Matthias Körner. Eigentlich natürlichere Natur als Natur selbst ist. Und Pückler hat also diese Anregung mit nach Deutschland gebracht und hat hier diese Parkgestaltung eigentlich, ich sage mal jetzt, verpücklert, hat sie für sich weiterentwickelt und hat da eigene Akzente gesetzt. Zurück in Muskau will Pückler nun sein Arkadien an der Neiße schaffen. Einen großzügigen Landschaftspark. Unterstützt wird Pückler von seiner Frau Luzi von Hardenberg. Die Parkgestaltung allerdings verschlingt ziemlich viel Geld, neben den anderen Eskapaden Pücklers. Das riesige Anwesen ist bald verschuldet. Doch Luzi weiß Rat, sie lässt sich scheiden. Man hatte sich zwischen Luzi und ihm darauf geeinigt, dass er sich in England eine reiche Frau sucht. England erschien das aussichtsreichste. Mit der Mitgift sollen Park- und Schlossumbau finanziert werden. Pückler stellt sich auf der Insel bei zahlreichen Familien vor, interessiert sich aber auch für die modernste Technik, fährt in London 1827 gar mit einem dampfgetriebenen Auto. Und natürlich schaut er sich Landschaftsgärten an, auch in Wales und Irland, lässt sich inspirieren. Indes, gemessen am eigentlichen Zweck, der Brautschau, wird die über 2-jährige Reise ein Reinfall. Doch Luzi hat zum Glück all die Briefe Pücklers gesammelt. Und dann ist die Luzi auf die geniale Idee gekommen, zusammen mit Warnhagen von Ense diese Briefe herauszugeben. Und die sind dann unter diesem Pseudonym, wo natürlich jeder wusste, wer dahinter steckt, Briefe eines Verstorbenen erschienen. Das war dann der Triumph dieser ganzen Sache, trotz des Fiaskos ohne Braut, all dieweil die dann wirklich sehr hohe Auflagen hatten, diese Bücher. Also da hat er dann Goethe und Heine zusammengenommen, in Schatten gestellt. Ein Bestseller. Dennoch ist Muskau nicht zu halten. Pückler verkauft das geliebte Stück Land, um nochmal von vorn anzufangen, in Branitz bei Cottbus, seinem väterlichen Erbe. Hier stirbt Hermann Fürst Pückler auch im Februar 1871. Wunschgemäß wird sein Leichnam mit zersetzenden Chemikalien übergossen und anschließend in der Seepyramide in seinem Branitzer Park beigesetzt. Der Mann wusste sich zu inszenieren, zeitlebens und danach.